Der Plattensee in Ungarn ist zugefroren. Als die Tage mit starkem Wind nachließen, die Kälte aber anhielt, bildete sich auf Mitteleuropas größtem See eine relativ ebene Eisfläche. Das Wasser ist mit 4 bis 5 Zentimeter Eis bedeckt. Ein starker Wind kann es leicht aufbrechen. Und das Eis ist nicht dick genug zum Begehen. Früher wurde der Plattensee im Winter zu einem richtigen Schlittschuhplatz, doch das ist lange her, wie sich der Meteorologe Arkus Horvat erinnert. 1984, Zum Beispiel im Winter 1984-85, 42 cm vastag da hatten wir Meter 42 Zentimeter Eis. Zum Vergleich, das dickste Eis der vergangenen Jahre war im Januar 2017. Am Plattensee bildete sich 22 Zentimeter dickes Eis, das begehbar war. Für Arkus Horvat ist klar, dass die durch den Klimawandel bedingten milderen Winter ein richtiges Zufrieren des Sees verhindern. Längere Kälteperioden gibt es nicht. Es ist also nicht sicher, ob zukünftige Generationen auf dem Plattensee Schlittschuh laufen werden.